Sie interessieren sich dafür, wie ein Hormoncoaching bei mir abläuft. Mein Name ist Christine Rosa-Tanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Der erste Schritt ist, dass Sie von mir eine kostenfreie Vorabklärung bekommen, die meistens per Telefon passiert. Das heißt, wir besprechen in diesem Telefonat, was Sie drückt, was Ihre Symptome sind, was Ihre Beschwerden sind. Was Ihnen wichtig ist, auch in einer Zusammenarbeit mit mir, das ist mir auch wichtig. Und ich sage Ihnen auch dann anhand der Beschwerden, der Symptome, auch welche Hormone mitspielen. Ist es so, dass Ihre körpereigenen Hormone ursächlich mitspielen bei Symptomen, Beschwerden? Denn sie steuern alles. Körperliche Sachen, psychische Symptome und auch Gehirnfunktionen. Dann erfahren Sie von mir, welche Hormone mitspielen. Erfahrungsgemäß sind es meistens 5 bis 6. Der nächste Schritt ist, dass wir bei diesen Hormonen einen Speicheltest durchführen. Das heißt, das Labor schickt Ihnen Speichelröhrchen nach Hause zu. Sie können ganz bequem dann daheim reinspucken, den Fragebogen ausfüllen und im beigelegten Kuvert diese Röhrchen wieder an das Labor zurückschicken. Der dritte Schritt ist, dass Sie und ich vom Labor die Laborauswertung bekommen von diesen 5 oder 6 Hormonen. Der vierte Schritt ist, dass wir uns dann zum ersten Hauptgespräch treffen, entweder bei mir im Büro in Rüti oder, wenn Sie weit weg wohnen, auch per Skype. Dort werde ich Ihnen erklären, wie die Zusammenhänge sind mit Ihren Symptomen, was Sie natürlich machen können bei jedem Hormon, ob das Nahrung, Pflanzen sind oder auch der Einsatz von bioidentischen Hormoncremes. Natürlich erhalten Sie auch eine schriftliche Zusammenfassung über dieses Hauptgespräch, sodass Sie immer nachlesen können, was ich Ihnen damals gesagt habe. Die nächsten 2 Monate probieren Sie das aus und so nach 7 Wochen schreiben Sie mir ein paar Fragen oder ein paar Antworten auf Fragen, zum Beispiel, was hat sich verbessert? Was tun Sie, was cremen Sie, welche Symptome sind übrig, dann melde ich mich bei Ihnen und es erfolgt dann auch das erste Anwendungsgespräch. Und meist ist es so, dass Sie und ich beschließen, bei den 2 oder 3 Cremes, wo Sie vielleicht cremen, dass wir dort nochmal einen Speicheltest durchführen, um zu sehen, wie hoch ist der Wert gekommen, kann man schon reduzieren, muss man noch weitermachen oder sogar erhöhen. Dann geht es in die nächste Runde, der nächste Schritt. Es geht Richtung zweites Anwendungsgespräch. Das heißt, Sie machen dann diese Anpassungen, führen die durch. Und sodass es bei 6 verschiedenen Hormonen auch circa 6 Monate dauert, dieser Prozess. Danach ist es so, dass die meisten Leute fragen, wie geht es weiter? Und dann zeige ich Ihnen Möglichkeiten auf, wie wir auch weiter in Kontakt bleiben können. Und das ist dann ganz individuell, wie es weitergeht. 6 Monate ist eine Zeit, wo die meisten sehr viele Erfolge haben. Und das zeigt einfach die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Wollen Sie Näheres wissen? Dann rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich bin gern für Sie da. Ihre Christine Rosa-Tanner.